Es sind beunruhigende Zahlen, die im Dämmlersaal des Schweriner Rathauses zum Gesprächsthema werden. Jede dritte Person in Mecklenburg-Vorpommern ist über 60 Jahre alt. Allein in Schwerin wohnen derzeit 33 Hundertjährige. Der allgemeine Bevölkerungsrückgang im Land beträgt derzeit 15%. Wir werden immer weniger und immer älter. Diese unumstrittene These stand am Donnerstag im Mittelpunkt der 6. Schweriner Seniorentage. Wir werden älter und wir werden ärmer. Also es liegt einfach daran, dass wir es künftig mit einer Generation von älteren Leuten zu tun haben werden, die häufig gebrochene Erwerbsbiografien haben, die gekennzeichnet ist von Arbeitslosigkeit, von geringen Verdiensten und so weiter und so fort, was zur Konsequenz haben wird, dass deren Renteneinkünfte natürlich geringer sein werden, als das heute der Fall ist. Diesbezügliche Handlungen des Landes jedoch sind für manche Beteiligten hier kaum nachvollziehbar. Allein die Gerichtsstrukturreform und das darauffolgende Volksbegehren sind beispielhaft. Ebenso wie die Querelen um die Schließung der Südbahn, als die Proteste der Bürger ebenso laut wurden. Der Umgang der Landesregierung mit dem demografischen Wandel scheint deshalb etwas einseitig. Was ich so ein bisschen vermisse, ist eigentlich die strategische Ausrichtung. Wo will das Land Mecklenburg-Vorpommern eigentlich hin? Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel, wo will sie hin in diesen einzelnen Feldern? Ob das jetzt Mobilität ist, Siedlungsentwicklung ist oder Gesundheitsversorgung oder halt eben auch im Umgang mit Familien bzw. mit Senioren. Die Landeshauptstadt ihrerseits setzt konsequent auf seniorenfreundliche Strategien. Das heißt aber zugleich, die Entwicklungsperspektiven im Bereich Jugend und Bildung müssen sich wohl in Grenzen halten. Der finanzielle Spielraum ist zu eng. Die Anzahl von Studierenden und Azubis wird also wegen mangelnder Infrastruktur kaum wachsen können. Dies nimmt die Stadtverwaltung bewusst in Kauf. Die übrigen Felder sage ich ganz klar, wir sind eine familienfreundliche Stadt. Wir sind bei der letzten Bertelsmann-Analyse auf Platz 35 von über 400 kreisfreien Städten und Landkreisen bundesweit gewertet worden. Das ist eine sehr erfreuliche Situation. Und insgesamt geht es darum, dass wir einen gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Natürlich bietet der demografische Wandel auch interessante Spielräume für jene, die darauf vorbereitet sind. Viele Wohnungsbauunternehmen investieren seit Jahren in die altersgerechte Sanierung des Altbestandes. Die Kundschaft zieht aus den Dörfern und Vorstädten, wo die Nahversorgung zunehmend schrumpft. Im Bereich junges Wohnen hingegen ist Entwicklung kaum zu erkennen. Ja, die Gesellschaften haben ja schon auch gezielt preiswerte Wohnungen beworben, die jetzt möglicherweise nicht so ganz attraktiv von der Lage her sind, nicht das höchste Ausstattungsniveau haben, aber eben durchaus annehmbar sind. Nach dem Motto, kommt, renoviert die selbst, wir können euch dafür einen billigen Mietpreis anbieten. Ich weiß allerdings jetzt nicht, welche Resonanz diese Ansätze hatten. Wir werden älter, denn jünger zu werden, ist uns einfach zu teuer. Diese Erkenntnis hätten die Teilnehmer der Seniorentage in Schwerin unter anderem auch noch gewinnen können. Wir werden älter und ärmer und weniger. Wer unsere Renten dann künftig finanzieren soll, bleibt ungewiss.